berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat, an die Gemeinden in Galatien. Ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind, und wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht, und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Yes, so gut. Amen. Schön, euch alle zu sehen zum Start der Serie in Galaterbrief. Auch du, wenn du eingeschaltet hast, daheim, herzlich willkommen. Galaterbrief, wir starten heute 7 Wochen lang in dieser Serie, wo wir jeden Sonntag 1 Kapitel durchgehen. Nächsten Sonntag wieder Detlef Kühlein da sein und über das Kapitel 2 reden. Kannst du gespannt sein. Am Ende, am 7. Sonntag, dann kommt der Professor Dr. Wick und ich habe gesagt, du darfst alles bringen zum Galaterbrief. Es hat nur 6 Kapitel, du kommst am 7. dran, dann mach einfach, was du willst. Er ist Professor für Neues Testament, das kommt richtig gut. Hey, Galaterbrief, wie gesagt, hat 6 Kapitel. Du siehst ihn hier ausgedruckt. Der sieht jetzt lang aus und so, aber es geht ungefähr 20 Minuten für dich zum Durchlesen. Ich möchte dich ermutigen, in dieser Zeit einmal deine Bibel aufzuschlagen und 20 Minuten das Durchlesen. Es ist ein kleiner Brief, aber sehr, sehr kraftvoll. Nur als Orientierung, wo wir hier stehen, geschichtlich. Der Apostel Paulus hat einen Brief geschrieben. Ungefähr 20 Jahre nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, hat er den Brief in die Region von Galatien geschrieben. Einfach, dass wir wissen, von wo wir reden, Galatien, das ist eine Region im heutigen Türkei. Ich habe eine Karte mitgebracht, wo wir schauen können, wo Galatien ist. Und einfach, dass man sich das vorstellen kann. Das Ganze hat ja in Jerusalem angefangen, dort, wo die viel sind. Und nur 20 Jahre später hat sich die Botschaft von Jesus verbreitet im ganzen Mittelmeerraum und sind Gemeinschaften entstanden. Gemeinschaften, die ergriffen worden sind von dieser Botschaft von der Freiheit, die hier predigt worden ist. Die Botschaft ist eigentlich ein bisschen komisch gewesen, weil, musst du dir vorstellen, ein relativ unbekannter Jude namens Jesus von Nazareth ist umgezogen in Israel, das ist nicht speziell gewesen, und er hat predigt, dass das Reich Gottes jetzt gerade anbricht. Das ist auch nicht speziell gewesen. Und das hat ihm sozusagen das Leben gekostet. Er ist von den Römern gekreuzigt worden. Ist auch nicht unbedingt mega speziell gewesen, weil das sind einige, ist das widerfahren von diesen Wanderpredigern. Aber jetzt kommt die befreiende und unglaubliche Botschaft, die sich in ganz Europa und auf der ganzen Welt verbreitet hat. Gott hat den Jesus von den Toten auferweckt. Und er hat ihn jetzt als König von dieser neuen Welt, von dieser neuen Schöpfung gesetzt. Und die Apostel und der Paulus sind umgezogen in dem Reich und haben gesagt, hey, das Reich, wo Gott startet, wo jetzt gerade gestartet ist, das ist stärker als das römische Reich. Das ist stärker als der Tod. Nichts kann das Reich überwinden. Gott startet etwas Neues. Gott lanciert eine neue Schöpfung. Gott ladet alle Menschen ein, teilt sie von dem. Und Paulus und Apostel sind umgereist und haben predigt und haben gesagt, hey Menschen, sie sind zu Juden gegangen und zu Heiden, also zu allen Menschen, und gesagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott liebt euch. Gott vergibt euch eure Schuld. Und Gott lässt euch Teil sein von diesem neuen Schöpfungsprojekt, das Gott in Jesus lanciert hat. Nämlich die gleiche Kraft, die in Jesus wirksam war in der Auferstehung, die will auch
an dir wirksam werden. Und das ist das, was passiert ist. Überall auf der Welt sind Menschen ergriffen worden von dieser Message. Oder sie haben gemerkt, Jesus ist König. Jesus hat mein Leben verändert. Und irgendwie kommt eine Kraft und ein neues Leben in ihre Situation rein. Und sie sind nicht mehr die gleichen gewesen. Überall werden Menschen von dieser Freiheit erfasst. Und so auch in diesem Gebiet Galatien, oder? Es sind Gemeinden entstanden, Kirchen entstanden, die die Freiheit erlebt haben. Jetzt, das Problem bei den Galaten war, dass sie die Freiheit, die sie ein paar Jahre vorher erlebt haben, wieder am Verlieren sind. Und wenn es etwas gibt, wo der Apostel Paulus auf die Palme bringt, dann ist es das, dass Christen ihre Freiheit, die Gott ihnen schenkt, durchs Kreuz und Auferstehung wieder aufs Spiel setzen. Wenn du willst mal sehen, wie der Paulus an die Decke geht, dann lest den Galaterbrief. Dann nimmt dort kein Blatt vors Maul. Er kann es nicht glauben, was dort passiert ist. Und das wird ganz am Anfang schon sichtbar in der Einleitung vom Brief. Oder? Wenn du die Einleitung, Paulus hat ja mehrere Briefe geschrieben in der Bibel, oder, im Neuen Testament, und die sind am Anfang immer relativ gleich, oder? Er sagt Gnade und Friede von Gott, oder? Ist immer, kommt auch, das sagt im Galaterbrief auch. Und dann in jedem Brief sagt er, ich danke Gott für euch, für die Gnade, die am Wirken ist unter euch, oder? Das macht er sogar im Korintherbrief. Oder? Die Korinther, das war eine Gemeinde, die war verstritten, die hatten Spaltung, die haben irgendwie die Schwiegermutter hat mit dem Schwiegervater Sex gehabt und sie haben das alles zugelassen. Und so. Das war eine Katastrophengemeinde, oder? Aber selbst dort sagt der Paulus, ich danke Gott für euch, oder? Für die Gnade, die am Werk ist bei euch, oder? Außer bei den Galater, oder? Ich möchte noch mal kurz lesen, wir haben es ja gesehen per Video. Ich möchte noch mal ein paar die Verse lesen und ab Vers eintauchen, ab Vers 3 eintauchen. Da sagt der Paulus, wie in allen Briefen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich hingegeben hat um unsere Sünden willen, um uns herauszureißen aus der gegenwärtigen bösen Weltzeit. Und ich möchte kurz pausieren, merkt ihr das? Es ist Gott, der rausreißt. Gott reißt raus aus dieser bösen Weltzeit, so wie er das beschreibt. Gott hat die Initiative, nicht der Mensch. Gott ergriff die Menschen und reißt sie raus. Oder? Es ist seine Kraft, seine Initiative. Und normalerweise kommt jetzt in diesem Teil, und ich danke Gott für die Gnade, die bei euch wirksam ist. Und jetzt sagt aber der Paulus, ich wundere mich, oder ich kann es nicht glauben, dass ihr so rasch dem abspenstig werdet, der euch in der Gnade von Christus berufen hat und euch einem anderen Evangelium zuwendet, das es gar nicht gibt. Was es hingegen gibt, sind einige, die euch verwirren und die das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Jedoch selbst, wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas als Evangelium verkündigten, das dem widerspricht, was wir euch als Evangelium verkündet haben, verflucht sei er. Das ist schon mal ein Einstieg. Der Paulus sagt, wenn irgendjemand etwas anderes erzählt, als ich erzählt habe, soll er verflucht sein. Soll er abfahren. Der Paulus hat keinen Dank für die Gemeinde in Galatien übrig. In anderen Worten sagt er ihnen, wer hat euch ins Hirn geschissen? Wer hat euch verhext, dass ihr eure Freiheit, die ihr im Evangelium habt als Christen, wieder abgebt? Und du fragst dich jetzt vielleicht, was ist denn, Paulus, was ist denn dein Problem gewesen? Wieso bist denn du so hässig geworden? Und wir tauchen gerade ein in die Situation, um das genauer zu verstehen, was es ist. Aber bevor wir das machen, möchte ich kurz sagen, für wer die Predigt ist und für wer auch die Predigt Serie ist, wo wir hier jetzt die nächsten 7 Wochen haben. Sie ist für alle Leute. Sie ist für alle Leute vor Ort oder auch online daheim, die nicht wirklich frei sind. Vielleicht bist du christlich aufgewachsen, aber der Glaube ist für dich etwas gesehen, das dir beigebracht worden ist, das dich nicht in die Freiheit hineingebracht hat.
Der Glaube war etwas, das dir eher Raum genommen hat, Schnuff genommen hat, etwas, das dir zu eng angezogen wurde, das dir das Leben geraubt hat, anstatt dir Leben gegeben hat. Vielleicht ist dir von einem Gott erzählt worden, der grundsätzlich etwas gegen dich hat. Dann hast du das so interpretiert, du bist nicht gut so, wie du bist. Du musst dich ändern, du musst dich verbessern, du musst dich selber aus deinem bösen Ich, aus deiner Situation rausrissen. Oder du musst dich selber verändern, damit Gott dich gern hat oder dass deine Gläubige Mitgeschwister mit dir happy sind oder was auch immer. Und das Evangelium war für dich nicht eine frohe Botschaft, was das Wort eigentlich bedeutet, eine gute Botschaft. Es war nicht eine frohe Botschaft, sondern eher eine Drohbotschaft. Und du musst dich verändern, dass du von Gott angenommen bist oder dass er Freude an dir hat. Vielleicht ist es bei dir auch anders und diese Reihe ist dann auch für dich. Vielleicht hast du die Gnade mal so erlebt oder die Freiheit mal so erlebt im Glauben? Oder? Vielleicht ist der Glaube mal so etwas gesehen für dich, und wo die Kraft von der Auferstehung oder das neue Leben in dich reingekommen ist und du hast gemerkt, du bekommst Luft, du bekommst Freiheit, du bekommst neues Leben, oder? Und du hast im Überfluss gelebt im Glauben, aber du hast das vielleicht wieder ein bisschen verloren. Oder? Vielleicht ist das ein bisschen eingerostet, vielleicht bist du mehr und mehr so in ein Pflichtchristentum reingekommen, in einen Krampf reingekommen. Vielleicht gehörst du zu diesen Personen, aber es ist auch für eine andere Gruppe von Leuten, und das ist jetzt für Leute, die gläubig sind oder nicht. Vielleicht hast du Sachen in deinem Leben, die dich nicht wirklich frei sein lassen. So ungesunde Muster. Sachen in deinem Leben, die du merkst, sind nicht lebensspendend, sondern lebensraubend. So, Sachen, die du immer wieder damit kämpfst. Sachen, die immer wieder du anstossest und du merkst, das ist etwas, was dir nicht gut tut. Ich könnte jetzt eine lange Liste machen, was es könnte sein. Vielleicht sind es ungesunde Beziehungen, wo du immer wieder eingehst. Weil du dort eine Liebe bekommst, wo du vielleicht von jemand anderem oder von Gott nicht bekommst, und du suchst Anerkennung in Beziehungen und du merkst aber, sie crashen immer. Sie crashen immer und du merkst langsam, es sind gar nicht immer die anderen die Schuld, sondern dort, wo du hingehst, crasht eine Beziehung, oder? Vielleicht sind Sachen in deinem Leben, wo du Mühe hast mit fehlendem Selbstwert oder du verurteilst dich selber. Vielleicht kämpfst du mit Wut oder mit Streit. Dort, wo du hingehst, dort streitest du mit Leuten. Vielleicht kämpfst du mit Eifersucht, Egoismus, was auch immer deine Unfreiheit ist. Oder es ist wir können jetzt die Liste noch weiterziehen. Oder was auch immer deine Unfreiheit ist und dein Leben einschnürt heute Morgen, vor Ort oder online. Ich möchte dir heute sagen, Gott ist der, der zuständig ist fürs Rausrissen. Es ist sein Job, dir zu helfen. Das hat er gesagt. Es ist nicht unser Job, uns selber aus dem Scheiß rauszurissen, sondern Gott macht das. Gott macht das. Und wenn wir probieren, sagen, wir müssen das selber machen und brauchen Gott nicht mehr, ist das nicht mehr das Evangelium, sondern es ist verdreht, sagt der Paulus. Gott macht das. Und ich bin einfach heute angekommen, um dir das zusprechen. Gott möchte dich frei machen. Gott möchte dich freisetzen. Gott ist ein Gott von der Freiheit, was er immer dich einengt, was er immer dir schadet oder du dir sagst, Gott möchte dich entlasten in dem Sinn. Gott möchte Leben schenken. Gott ist ein Gott vom Leben. Gott ist der, der rausreißt. Vielleicht bist du wie in so einem Strom, in einem Fluss Wasser. Es kommt davor, als würdest du weggeschwemmt werden und du kommst nicht mehr aus dem Wasser raus. Und ich stelle mir vor, wie Gott seinen Arm rauspackt und er sieht dich und er packt dich am Nacken, oder wie ein Kind, reißt dich dort raus, stellt dich auf einen soliden Boden und sagt jetzt Gang und leb. Ich möchte dir das zusprechen heute Morgen. Gott möchte dich dort rausreißen. Gott möchte dich befreien. Gott ist besser, als du denkst. Gott ist für dich. Gott sieht deine Situation. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Und es gibt kein anderes Evangelium, sagt der Paulus. Also, was war das Problem von der Galater?
Wir haben ja gelesen, oder, dass der Paulus zu denen schreibt und sagt, hey, es kommen da Leute, die euch verwirren oder irgendetwas anderes predigen. Offensichtlich ist es so gewesen, dass der Paulus die Gemeinde gegründet hat, das wissen wir, und dass andere Prediger nachgereist sind und die neuen Christen verwirrt haben. Oder? Und sie haben einem Paulus vorgeworfen, sie haben gesagt, der Paulus, der predigt nicht das volle Evangelium. Der lässt die schwierigen Sachen aus. Der predigt nur die schönen, nice Sachen. Das ist einer, der keinen Anstoß will erregen und nur will Menschen gefallen. Oder? Und das hat so tönt wie, ich weiß nicht, ich bin nicht dabei gewesen, aber ich stelle mir vor, so hat das tönt. Oder? Was? Die Prediger sind nachher zu der Kirche gekommen und haben gesagt, was? Der Paulus hat euch gesagt, dass wenn ihr an Glauben kommt, an den jüdischen Messias Jesus, dass ihr euch denn, dass ihr nicht müsst jüdisch werden. Er hat euch gesagt, ihr müsst nicht euch an die Gesetze vom Alten Testament halten. Was? Der Paulus ist so ein Man-Pleaser. Der hat euch nicht gesagt, dass ihr euch müsst beschneiden. Geht's noch? Ja, das, was Jesus gemacht hat, das ist schon gut und recht, oder? Aber ihr müsst schon die jüdischen Gesetze befolgen. Ihr müsst euch schon beschneiden, dass ihr wirklich dazugehört. Das steht ja im Alten Testament. Der Paulus lässt die schwierigen Teile einfach aus. Das macht plötzlich Sinn, oder? Ein Man-Pleaser, wenn man nicht für Beschneidung ist, oder? Verstehst du? Nein. Okay. Egal. Der will einfach Menschen gefallen und keinen Anstoß erregen, haben sie dem Paulus vorgeworfen. Und der Paulus sagt, der, der so etwas predigt, soll verflucht werden. Okay. Die gute Botschaft ist, dass Jesus alles gemacht hat, dass du und ich ein Teil sein von Gottes Familie. Jesus hat alles erledigt. Wir müssen nichts mehr hinzufügen, dass wir ein Teil sein von Gottes Familie, Teil sein von seinem Reich, gebraucht werden von ihm. Wenn du irgendetwas als Bedingung hinzufügst, dass du musst irgendwie dich passend machen, dass du Teil bist von Gottes Familie, dann ist das nicht einfach eine nette Ergänzung ans Evangelium, sondern dann ist es gar kein Evangelium mehr, sagt Paulus. Dann haben wir das Ganze verloren, oder? Durch den Tod von Jesus am Kreuz. Durch seine Auferstehung reißt Gott dich aus deiner alten Welt wie raus. Das ist seine Kraft, seine Initiative. Er packt dich und stellt dich in ein neues Leben rein. Er schenkt dir seine Kraft, seinen Geist, wo am Weg war bei der Auferstehung von Jesus. Er schenkt dir eine neue Freiheit, die du dir nie hättest selber aus eigener Kraft erarbeiten können. Und jetzt sagen, dass du dich noch beschneiden musst, dass du zu Gottes Volk gehörst, das ist so quasi, sagt der Paulus, als wenn du sagst, es ist gar nicht nötig, dass Jesus gestorben ist. Wie verstehst du? Es hat es immer wieder gegeben, dass Heiden, also Nicht-Juden, vor dem Tod von Jesus konvertiert sind zum Judentum. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben sich müssen beschneiden. Und zum Sagen, du musst dich beschneiden, wenn Jesus ist für dich gestorben, ist okay, aber du musst jetzt noch beschneiden, heisst wie, das, was Jesus gemacht hat, ist eigentlich gar nicht wirklich nötig gewesen. Das ist ein nice Add-on, aber das ist nicht wirklich nötig gewesen. Das ist wie, ich habe mir überlegt, wie kann man das verdeutlichen? Das ist jetzt nicht mega ein alltagsrelevantes Beispiel mit Beschneiden und so, oder man kennt das vielleicht nicht mehr so. Ich habe mir überlegt, wer kennt noch die Töffli von früher? Die Pedale hatten. Ich habe ein Bild mitgebracht von so einem Töffli. Genau, die Töffli. Die sind ja heute schon fast illegal, so laut sind die, oder? Jetzt stell dir vor, du hast ein Töffli. Ich war immer eifersüchtig auf die Menschen, als ich noch ein kleiner Bub war. Also ein kleiner Bub. Ich bin jeden Tag mit dem Velo in die Schule gefahren. Dann hat es immer so dicke kleine Buben gehabt, die ein Töffli hatten. Und meine Eltern haben immer gesagt, nein, du darfst das nicht. Und dann habe ich, jetzt ist gut, jetzt weiß ich es. Auf jeden Fall, jetzt stell dir vor, jemand fährt regelmäßig Velo. Jemand fährt regelmäßig Velo. Ist sich gewöhnt Velofahren und du schenkst ihm ein Töffli, dass er besser vorwärts kommt. Oder? Und dann steigt die Person auf das Töffli auf und du sagst, oh yeah, ich gebe das gratis, das ist ein Geschenk. Und die Person fährt dann mit dem Töffli weg, aber stellt nicht den Motor an, sondern tut mit der Pedaldrampen. Oder? Und fährt weg und du sagst, hey, du hast das falsch verstanden.
Aber die Person fährt mit dem Pedal weg, oder? Also entweder weiss die Person nicht von der Kraft von dem Motor, von dem Löffel, oder sie hat die Kraft vom Motor vergessen, oder? Oder sie ist sich so gewöhnt, im alten Modus sich vorzubewegen, dass sie mit diesen Pedal weiter trampt und davor fährt, oder? Und ich habe das Gefühl, so kann man sich das gut erklären, oder? Ihr wollt euch beschneiden, sagt der Paulus. Wieder zurück in alten Modus, in die alte Welt, so wie das früher war. Ihr habt keine Ahnung von der Kraft von Gott vergessen, wo neue Menschen macht. Schau, Beschneidung macht dich vielleicht ein paar Gramm leichter, oder? Aber das tut dich nicht verändern. Tough crowd, ja. Das tut dich vielleicht äußerlich ein bisschen verändern, aber innerlich macht dich das nicht neu, sagt der Paulus. Das ist nicht da. Dein Herz verändert sich dadurch nicht. Du wirst nicht ein neuer Mensch. Es ist nicht die neue Schöpfung, die jetzt angebrochen ist. Jetzt wieder zurückgehen zu dem, ist wie wenn du das Töffelführer nimmst und wieder mit dem Pedal willst weiterfahren, oder? Nur Gott kann dich wirklich frei machen. Nur Gott kann dich wirklich rausreißen. Nur Gott kann wirklich Freiheit schenken. Und der Paulus wird so unglaublich direkt. Wenn es jetzt nicht in der Bibel stehen würde, ich das nie sagen. An einem Sonntag in einer Kirche, aber es steht in der Bibel, oder? Er sagt ihnen, die sich da beschneiden lassen wollen, sollen sie doch machen. Oder? Und sollen sie das Messer doch noch ein paar Zentimeter weiter oben ansetzen, oder? Das sind nicht meine Worte, ich möchte es vorlesen. Galater 5, Vers 12. Sollen doch jene Leute, die euch aufhetzen, so konsequent sein und sich nicht nur beschneiden, sondern auch gleich ganz kastrieren lassen. Da merkst du mal, der Paulus wird so leidenschaftlich. Er sagt, hey Leute, ihr verpasst die ganze Message. Und der Paulus macht sich unheimlich stark dafür, dass wir das verstehen. Und eine gute Frage, die wir uns jetzt an diesem Moment stellen können, ist folgende. Gibt es Sachen in unserem Leben, wo wir, oder besser gesagt, sind wir als Christen so unterwegs, als wäre die Auferstehung von Jesus nicht nötig gewesen? Weißt du, leben wir so ein Leben als Christen, wo man auch könnte ohne Kraft von Gott? Und das ist eine Challenge, weil oft gehen wir in den alten Modus zurück, wie es funktioniert, wie man es macht, oder wie man sich benimmt, wie man sich verhaltet, oder was muss man machen, um dazugehören und so weiter. Und all das Zeug wäre eigentlich auch möglich, wenn die Kraft von Gott gar nicht da wäre. Und dann müssen wir uns fragen, ja, ist denn das wirklich der real deal? Nein. Gott macht Menschen neu. Gott reißt Menschen raus. Es ist seine Initiative, seine Kraft, seine Gnade. Und der Paulus geht durch, oder? Und er macht den nächsten Satz in Vers 10. Wir gehen jetzt einfach durchs Kapitel 1 ein bisschen durch und dann sind wir fertig. Galater 1, Vers 10, sagt der Paulus, will ich jetzt die Zustimmung von Menschen oder die Zustimmung Gottes gewinnen? So, wenn ich so direkt mit euch rede. Wie tönt das? Suche ich den Beifall von Menschen? Wenn ich jetzt noch den Beifall von Menschen fände, dann wäre ich kein Diener von Christus. Wow. Ihr werft mir vor, dass ich ein Man-Pleaser bin, oder dass ich auf die schwierigen Sachen verzichte, dass es angenehmer ist, oder ich tue Beschneidung weg, oder dass ich weniger Anstoß auslöse. Oder? Und der Paulus sagt, gerade das Gegenteil ist der Fall. Ihr wollt Menschen gefallen. Und wieso meint das? Wir müssen verstehen, die Situation, wie sie damals war. Oder? Wir sind ja im Römischen Reich, oder? Dort haben alle irgendwie Götter arbeitet, oder? Götze dort, Götze da, man hat Tempel da errichtet, man hat den Kaiser arbeitet als Sohn Gottes, oder? In Galatien ist das ein sehr verbreiteter Kult gewesen, der römische Kaiserkult, oder? Das hat man, den Kaiser hat man Festtag gehabt, man hat Tempelritual gehabt, man hat geopfert und so weiter. Und das ist anders gewesen wie heute, oder? Man muss sich das so vorstellen.
Wenn so ein religiöses Fest war, dann sind alle dort. So etwas wie private Religiosität hat es dort nicht gegeben, oder? Wenn du nicht dabei bist, hat man das gewusst. Weil man wollte die Götter und den Kaiser zufriedenstellen. Und wenn irgendein Unglück kam, dann sind die schuld, die ferngeblieben sind, oder von diesen Kult. Oder? Das war ein sozialer Druck, sage ich jetzt mal. Du musst dabei sein bei diesen Sachen, oder? Aber es hat eine Gruppe gegeben, die eine Ausnahme hatte, die nicht teilnehmen an diesen Fest. Es hat eine Gruppe gegeben. Offizielle Ausnahmeregelung. Und das waren die Juden. Im ganzen Römischen Reich haben sie eine Ausnahmeregel gehabt, weil die haben gesagt, wir beten sicher keinen anderen Gott oder irgendetwas. Und die waren so überzeugt von sich und sind wirklich auch eine grosse Anzahl gewesen. Hat man gesagt, okay, wisst ihr was? Lassen wir die Juden machen, was sie will. Betet einfach für einen Kaiser und macht euch ein Ding. Das heisst, du hast genau gewusst, wer ist jüdisch, wer nicht. Weil die sind nicht an die Fest. Das sind die, die nicht mitgemacht haben. Und die haben als einzige religiöse Gruppierung, sage ich jetzt mal, eine Ausnahmeregel gehabt. Und jetzt stell dir vor, die Jesusbewegung, eine jüdische Bewegung. Heiden werden zu Jesus-Nachfolger. Und wenn natürlich auch nicht den Kaiser arbeiten und hier Götze arbeiten, oder? Und nehmen logischerweise Gebrauch von dieser Ausnahmeregelung. Ja, hallo, wir sind auch Juden, oder? Jetzt stell dir vor, was das ausgelöst hat für die römischen Statthalter dort. Eine wachsende Zahl von Leuten, die nicht mehr dem Kaiser huldigt. Hallo? Das ist das Problem, oder? Jetzt stell dir vor, was das für die Juden damals bedeutet hat. Die sind natürlich in Gefahr gewesen, dass ihre Ausnahmeregelung in Gefahr steht zu kippen. Oder? Wenn da immer mehr Leute dazukommen, die jetzt Gebrauch machen von dem, fällt ihre Ausnahmeregelung. Und logischerweise gehen sie dann zu den neuen Christen und sagen, hey Leute, komm, lasst euch doch beschneiden, dann haben wir alle Ruhe, oder? Dann sind die Teil der Juden, dann machen sie auch weniger, oder? Weil die Hürde ist höher, oder? Aber versteht ihr, was ich meine? Druck von allen Seiten, sich beschneiden. Und der Paulus sagt, ihr nennt mich einen Man-Pleaser. Ihr nennt mich einen, der keinen Anstoß will erregen. Nein. Ihr wollt einfach nicht verfolgt werden für euren Glauben. Ihr wollt nicht einstehen für das, was Jesus für euch gemacht hat. Ihr wollt wieder so machen, wie es vorher war, oder? Dass die Ordnung gewahrt wird, dass alle Frieden haben und alles gut ist. Aber ihr seid die, die Menschen wollen gefallen und nicht Gott. Und der Paulus weiss, von was er redet. Er weiß, von was er redet, weil er selber einer war, der alles dafür eingesetzt hat, dass die bestehenden Ordnungen bleiben. Oder? Er beschreibt von sich selber, jetzt macht er einen biografischen Exkurs, Galater 1, 13 bis 16. Ihr habt ja gehört, wie ich einst als Jude gelebt habe. Unerbittlich verfolgte ich die Gemeinde Gottes und suchte sie zu vernichten. Und in meiner Treue zum Judentum war ich in vielen Altersgenossen in meinem Volk weit voraus. Habe ich mich doch ganz mit besonderem Eifer für die Überlieferung meiner Väter eingesetzt. Der Paulus ist voller Eifer für Gott unterwegs, dass der Gott von Israel zufrieden ist mit ihm, zufrieden ist mit dem Volk, oder dass die dazugehören, das richtig machen, sich absondern von den anderen, reinbleiben, sich beschneiden, oder dass alles gut läuft. Und wenn das in Gefahr kommt, dann ist der Paulus aber abgegangen, oder? Zum schauen, dass alles stimmt, oder dass alles schön schwarz-weiß ist, dass es richtig ist, dass der, der drin ist und draussen ist, dass das schön klar ist, die Linie. Und dort, wo die Linie schwammig wird, ist er dann abgegangen. Oder? Er hat sich eingesetzt und jetzt liebe ich den nächsten Satz, Leute. Ich liebe den nächsten Satz. Und ich hoffe, dass das bei dir einfährt, wie es bei mir ist und beim Paulus. Paulus sagt, ich habe die Kirche verfolgt und so weiter. Und dann steht, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hatte, gefiel, offenbarte er mir seinen Sohn, dass ich ihn unter den Völkern verkündige. Ich liebe den Satz. Als es aber Gott gefiel. Gott hat mich gesehen dort, oder? Wenn ich dort mich abrackere und meine, ich bin für Gott im Einsatz. Aber wo Gott Freude hatte, mir seinen Sohn zu zeigen und meine Augen zu öffnen, hat er das gemacht. Wo er Freude hatte, wo er
gedacht hat, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt riss sich der Paulus mal von seinem Ross ab und zeige ihm, wer ich bin. Paulus ist blind geworden, runtergefallen, hat nichts mehr gesehen, aber innerlich hat er die Augen von Jesus neu gesehen. Er hat verstanden, Jesus ist König, Jesus ist der Auferstandene. Und schau, es war nicht, wo der Paulus alles richtig gemacht hat, wo er anständig war, wo er alles korrekt gemacht hat und sein Leben im Griff hatte. Dann hat er gedacht, ah ja Gott, komm, jetzt ist er dabei. Nein. Das hat nichts miteinander zu tun. Wo Gott Freude hatte. Er hat ihn schon im Visier gehabt, als er noch in seinem Bauch war von seiner Mutter. Diesen Mann brauche ich mal. Der verehrt sich irgendwie und verfolgt Christen, aber diesen Mann. Und wenn die Zeit reif ist, dann öffne ich seine Augen. Das ist Gnade, Leute. Die Initiative ist bei Gott. Versteht ihr, was ich meine? Er ist der, der verantwortlich ist fürs Ausreissen. Er macht das. Wenn er es nicht macht, wenn wir es machen, ist es Religiosität. Und dann fängt es ziemlich schnell an zu stinken. Aber wenn Gott Sachen macht, dann ist es Freude, dann ist es Gnade, dann ist es befähigend und befreiend. Oder? Und wie auch immer deine Situation jetzt ist. Ich bin überzeugt. Und es ist mein Gebet für die Zeit im Galaterbrief, dass die Zeit für dich jetzt auch reif ist. Ich glaube wirklich, Gott hat jetzt Freude daran, dich rauszureissen aus etwas. Sachen, wo du dich vielleicht schon abgefunden hast damit, das bin ich halt, das gehört zu mir. Ja, das gehört zu dir, aber Gott reißt dich jetzt dort raus. Und er will dir in dieser kommenden Zeit ein neues Bild geben von seiner Gnade. Wenn wir eintauchen in den Galaterbrief, ich möchte dir deine Augen öffnen, dass du Jesus neu erkennst für den, was er wirklich ist. Ich bete, dass du Jesus neu erkennst in dieser Zeit. Ich bete, dass du erkennst, dass du dich nicht für Gott entschieden hast, sondern er sich für dich entschieden hat. Ich bete, dass du erkennst, dass er dich nicht ausgesucht hat, weil du so ein genialer Mensch bist, so talentiert, weil du volontiert hast, da bin ich Gott. Nein. Er hat sich für dich entschieden. Wo du noch in deinem Mutterleib oder im Leib von deiner Mutter gesehen bist, hat er gesagt, der Mann, die Frau, die gehört zu mir. Die will ich brauchen, die will ich dort rausrissen. Also nicht aus dem Mutterleib, gell? Ich bete, dass du verstehst. Nicht, dass du so viel für Gott dich ins Zeug gelegt hast, sondern dass du verstehst, dass er sich für dich ins Zeug gelegt hat. Ich bete, dass du befreit heute rausgehst mit offenen Augen für das Leben, das Gott will schenken. Und ich möchte dich ermutigen, am Anfang von dieser Predigtreihe, dass Gott deine Situation kennt. Er kennt deine Unfreiheit. Er weiß, um was es geht. Besser als alle anderen. Und er möchte dich dort rauspacken. Er möchte dich entspannen. Er möchte dir auch die Last nehmen. Dass du nicht alles selber machen musst. Du kannst nicht alle Probleme lösen. Gewisse Sachen können nur passieren, wenn er es macht. Verstehst du? Ich möchte dich einladen, dein Vertrauen heute auf Gott zu legen. Vielleicht hast du das noch nie bewusst gemacht. Vielleicht bist du heute da und du hast noch nie wirklich dein Vertrauen auf den Gott im Himmel gelegt, der seinen Sohn Jesus geschickt hat. Vielleicht musst du es wieder neu machen und sagen, schau, ich habe nicht alles im Griff. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, wie es läuft. Aber ich weiß, ich bin heute sowieso nur da, weil Gott mich berufen hat und befreit hat. Der Grund, wieso ich da bin, ist sowieso nur wegen Gott. Der wird auch in Zukunft der Grund sein, wieso es in Zukunft gut läuft, nur wegen Gott sein. Amen. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Lasst uns doch aufstehen auf diesen Moment. Gott, ich danke dir für deine unheimlich grandiose Gnade und deine Initiative und dein Handeln. Jesus, du siehst jede Situation hier in diesem Raum und online, die dabei sind. So viele Situationen, wo sowieso nur du kannst wirken.
Und ich bitte dich jetzt, Gott, dass die gleiche Kraft, die in der Auferstehung wirksam war, dass die jetzt in den Raum kommt, in die Situationen kommt, dass du uns neue Perspektiven schenkst. Dass du unmögliche Situationen möglich machst. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für deinen Sohn Jesus. Amen.